Hallo und herzlich willkommen zu dem Unboxing des Apple Universal Docs. Ja, auf der Vorderseite sehen wir hier einmal den Schriftzug Apple Universal Doc, also mit dem Apple Logo hier oben. Dann haben wir einmal die Apple Remote, das Apple Aufladekabel, leider das alte, und hier einmal den Doc. Auf der linken Seite sehen wir hier einmal das Apple Logo und auf der Rückseite sehen wir hier einmal den Doc mit, wie er beschrieben wird, und mit den kompatiblen Geräten. Und auf der rechten Seite sehen wir das weitergeführte Bild von der Vorderseite. Ja, dann würde ich sagen, dann schneiden wir das Ganze hier mal auf. Und dann können wir hier den Deckel aufziehen. Und dann haben wir hier unten eine kleine Lasche. Da können wir die Sachen dann rausziehen. Ja, hier sehen wir dann die Apple Remote, die ich jetzt mal rausnehmen werde. Und natürlich dann hier auch den Dock. Da ist eine Folie drauf. Da kann man den auch schön rausnehmen. Lege ich auch mal zur Seite. Und in der Unterseite der Verpackung befindet sich hier eine kleine Benutzeranleitung. Und hier haben wir die ganzen Schalen für die vielen Geräte, die unterstützt werden. Hier haben wir dann das alte Synchronisationskabel. Und hier, finde ich sehr gut, ist noch ein Netzstecker mitgeliefert. Ich mache jetzt mal hier die Folie vom Kabel ab und wickel das mal aus. Ich habe jetzt mal die Folie vom Dock auch abgemacht und dann stecken wir hier hinten einfach mal das Stromkabel rein, so drin. Das können wir dann entweder an unseren Mac oder Laptop stecken zum Synchronisieren des Geräts, mit welchem wir es verwenden wollen, oder natürlich auch zum Aufladen. Ja, hier hinten ist dann noch ein kleiner Klinkenstecker. Eingang 3,5 mm und daran können wir dann mit unserem iPod die Musik auf die Anlage übertragen. Die Remote ist natürlich auch nochmal in eine Schutzfolie eingepackt. Die ziehe ich jetzt auch mal ab. Oh, bisschen ruckelig. Und dann haben wir hier auch die Remote. Das Netzteil ist auch nochmal in eine extra Folie eingepackt. Die mache ich jetzt auch nochmal hier ab. So, kann auch weg. Und dann muss man den hier einfach zusammenstecken oder zusammenschieben. Und dann kann er in die Steckdose. Zuerst muss natürlich noch der Stecker mit dem Kabel verbunden werden. Oder mit dem Mac halt, wie schon gesagt. Und dann kann man hier sein iPod reinstellen. Ja, dann gucken wir uns den Dock nochmal genauer an. Hier vorne haben wir natürlich den schwarzen Infrarotempfänger. Auf dieser Seite ist nix. Auf der Hinterseite sehen wir hier einmal Line-Out für Audio. Und hier haben wir dann den Steckplatz für das Stromkabel. Und oben haben wir hier natürlich den Dock-Anschluss. Und die Unterseite besteht aus einem rutschfesten Material. Hier ist dann nochmal das Apple-Logo eingraviert. Und hier steht nochmal Designed by Apple in California. Die Apple Remote ist natürlich auch sehr simpel aufgebaut. Einmal hier oben und unten. Das sind die Lauter-Leiser-Tasten. Und hier jeweils vor und zurück. Hier unten gibt es ja noch zwei Button, Pause und Play. Und hier unten noch einen Menüknopf. Auf der Rückseite der Apple Remote befindet sich hier unten auch nochmal der Schriftzug Designed by Apple in California. Und hier haben wir dann nochmal das Batteriefach. Ja, das war das Unboxing und kleine Setup vom Universal Dock. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das so ist, dann lasst auch einen Like da. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, klickt auf den Abonnieren-Button.